Was ich aber mal gerne gucken möchte. Nein, das ist das Falsche. Was haben wir denn da jetzt eigentlich gelernt? Find the way, stay underwater longer. Ich habe einen Weg gefunden, ja. Was sind das gerade für Geräusche gewesen? Da. Regular. Strong, cut slower. Sky needs a traveler in group. Can climb trees. Fire is effektiv. Also Feuer ist dagegen effektiv. Try to pack them off. One at a time. Was ist das? Baby. Weak. Good. Deadly in large numbers. Try and keep moving to round rams. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn das dann noch? Achso, das sind ja die, die wir hier unten gefunden haben. Faster and stronger need to use fire. Die werden von Feuer angezogen. Habe ich das, lese ich das richtig? Die langsame Axt ist very good. Also, wir haben ja die langsame Axt. Ist krass. Frage ist, was ist das? Ich habe noch irgendwas gefunden. Dieses Material. Ich weiß nicht, ob jemand, das ist jetzt mehr so oder weniger so ein Insider, aber das sieht so ein bisschen aus wie der Marker von Dead Space. Was ist denn das da unten? Das sehe ich ja jetzt erst. Was liegt denn da drauf? Hä? Okay. Ich hätte aber trotzdem gerne... Oh, ich glaube, das ist wieder so ein... Ein kleiner Bug, der uns hier wieder zugutekommt. Wir mussten tatsächlich unsere Äxte ablegen. Habe ich denn noch irgendwas da reingepackt? Nö. Ich muss was essen. Ich habe auch genug, also ich könnte theoretisch... Ah, der Fisch ist nicht mehr gut. Mist. Egal, wir werden uns hier irgendwie durchschlagen. Ich hoffe, hier gibt es noch irgendwas zu essen. Die Tür geht jetzt aber nicht wieder zu, oder? Was ist das da? Ich habe gerade so ein wenig so eine Befürchtung. Warum sind hier Zelte? Hier spukt es doch nicht etwa, oder? Ich dachte, das ist kein Horrorspiel. Was ist das? Old Gun Collect. Ich habe gerade ein bisschen Angst, tatsächlich. Oh, ganz viel Cola. Was ist das? Aha, ich habe ein religiöses Buch gefunden. Hier gibt es noch ein religiöses Buch. Und da noch eins. Und ein paar Flares. Ich hoffe, hier gibt es ein bisschen was zu essen. Ne, hier gibt es tatsächlich ein Lagerfeuer. Was ist das da? Das sieht nicht gut aus.
dieses Foto. Und hier gibt es eine Axt. Eine alte, rostige Axt. Cool. Also mir kommt so vor, als ob hier irgendwelche Ausgrabungen gemacht wurden. Hier gibt es ein bisschen Alkohol. Damit kann ich aber nichts machen. Man merkt, der Energieriegel, der bringt nicht wirklich viel, ne? Ich sollte vielleicht tatsächlich diesen komischen Fisch mal da drauf packen. Auch wenn das vielleicht nicht die optimalste Lösung ist, ist aber besser als nichts. Wollen wir mal essen. Weil das bringt tatsächlich auch was, wenn man verdorbenes Zeug isst. Warum auch immer. Huch, was ist denn da jetzt geflogen? Ach so, ich kann keine Sauerstofftanks mehr aufnehmen. Wobei, jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Ich finde das irgendwie gerade voll cool. Vor allem da oben diese Stalagniten. Stalagniten müssen das sein, ne? Oder Stalaktiten? Okay. Man kann es noch essen, man verliert nur ein bisschen Trinken. Dann geht's ja noch. Aber was um alles in der Welt ist hier los? Ich habe gerade ein Geräusch gehört. Ich habe hier irgendwie so das Gefühl, das sind, glaube ich, die Eingeborenen. Oder? Es ist auf jeden Fall irgendwas Christliches hier. Und zwar hier nicht dieses kleine Holzkreuz und das große. Das müsste hier evangelisch sein und das katholische. Das katholische Kreuz ist nämlich immer ein bisschen größer. Aber was machen die hier? Ich will mal ins Buch gucken. Ach du Scheiße. Das sagt mir auch gar nichts, ne? Von den Notizen her. Das ist auf jeden Fall nichts Gutes. Das macht mir gerade so ein bisschen Angst, bin ich ja ehrlich. Und diese Geräuschkulisse. Wir gehen mal wieder auf Tauchstation. Ach du Heiliger. Jetzt darf ich auch noch ganz schön tief tauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas mit unserem Sohn zu tun hat. Hier in den Höhlen. Das mache ich schon die erste Aufnahme. Bist du denn verrückt? Was ist das da? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss. Boah, wenn das ein bisschen schärfer wäre, wäre das schön. Hier muss ich hoch. Was ist das da oben? Wo bin ich hier? Aha. Wir sind also da jetzt. Komme ich da raus? Ich werde es mal probieren. Und wenn das jetzt wirklich der Ausgang sein sollte, dann werden wir, denke ich mal, erstmal rausgehen. Warum kam hier gerade wieder so ein Ton? Was? Ein Dorf mit einem X. Warte mal, das ist das Dorf, wo wir schon waren. Wo auch der Eingang war. Warum ist hier schon wieder Wasser?
Ich schwimme da jetzt einfach mal hin. Mal sehen, wo wir hinkommen. Ey, das ist so genial gemacht. Mal ganz im Ernst. Mann, 2,5 Stunden. So lange wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Ich wollte eigentlich nur mal so ganz kurz irgendwie anfangen mit dem Spiel. Und jetzt ist es auf einmal so, wow, what the, ne, denkt man sich. Und komme ich denn da hin? Komme ich da raus? Ich hänge. Da komme ich raus. Alter, wo komme ich raus? Bin ich draußen? Das ist jetzt etwas unerwartet. Ich bin am Ententeich rausgekommen. Oder Gänseteich. Gänsesee. Da, wo ich eigentlich ursprünglich hin wollte. Wow. Wir halten jetzt mal fest. Wir haben hier schon ein paar Dörfer und sowas eingekreist. Wir halten jetzt aber mal fest. Hier an dem See, da müssen wir wieder reingehen, wenn ich das nächste Mal irgendwie da rein möchte. Aber es ist so krass, wir sind getaucht und alles. Ey. Mir fehlen gerade die Worte so ein bisschen. Ich glaube, das merkt man gar nicht. Naja, das merkt man überhaupt nicht. Nur ich bin sau weit weg, ne? Von unserem Haus? Ich glaube, das Haus, wo steht denn das? Also es steht auf jeden Fall ein bisschen weiter weg. Was ist das hier? Das ist irgendeine Falle. Da ist nun keiner reingegangen. Ich glaube, ich suche... Ich kann da hoch? Ne! Wie cool! Wie cool! Ich will wieder runter. Man kann hier richtig schön jetzt irgendwo draufkrabbeln. Die sind auch so, diese Türme, die fallen auch gar nicht auf. Außer im Wasser natürlich. Wir sollten trotzdem mal versuchen, irgendwie nach Hause zu kommen. Hier ist ein kleiner Teich. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Schönes auf dem Weg zurück. Ey, das ist echt krass gerade gewesen. Das war jedenfalls früher nicht in dem Spiel mit drin. Dass du so schön tauchen konntest und vor allen Dingen auch so ein paar Sachen. Ich glaube, kommt man die essen? Ja, die kann man essen. Das waren, glaube ich, Brombeeren, wenn ich das richtig gesehen habe. Das sind auch Brombeeren. Her damit. Die geben uns auch ein bisschen trinken. Wir können die schön essen. Hier auch nochmal. So, jetzt geht's mir gut. Jetzt sind wir auch wieder voll gestärkt. Hier ein bisschen was Medizinisches. Und da ist unser Haus. Ey, so weit ist das gar nicht weg. Es geht. Läuft bei uns. Es ist jetzt noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist die Frage, was wollen wir denn eigentlich mal machen? Bachen vor allem, mit B. Bachen. Hüpsa. Ich müsste eigentlich da oben noch ein Dach drauf machen, dass es dann auch erregendicht ist. Wie kann ich denn hier eigentlich was einpflanzen? Habe ich denn... Ich meine, ich habe so viel jetzt mittlerweile. Ich habe hier sogar so ein paar... Die sind auch nicht mehr frisch. Die gehen tatsächlich auch kaputt. Ich glaube, man kann die mittlerweile auch essen, die Eingeborenen. Dann macht man den Kannibalen so ein bisschen Konkurrenz. Was wir hier alles haben? Cave Map. Ja, das ist die Map, die kann ich für oben benutzen und für unten. Und wir malen das quasi alles ein. Achso, ich könnte da übrigens mal die Ausrüstung ausziehen. Ausrüstung? Unequipped. Da, 479 Sekunden können wir unter Wasser bleiben.
Aber wir haben auch so ein paar Wasserkanister. Und hier haben wir sogar ein paar Old Gun Ammo. Ich glaube, wir können irgendwie auch mit irgendwas schießen. Mit richtiger Schusswaffe und allem. Also das wird noch richtig interessant. Was ich allerdings mal machen möchte, ich möchte einen Bogen bauen. Die Frage ist nur, wie machen wir uns einen Bogen? Wir müssen übrigens auch wieder, achso, wir können ja mal das Feuerzeug ausmachen. Also diese Wesen hier, die können uns noch ganz schön gefährlich werden. Ich kenne die nämlich noch von früher. Ich weiß nicht, wie die jetzt sind. Wie die jetzt drauf sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass die auch wahnsinnig schlimm werden. Das sind nämlich so Wesen, die auf, wie so ein Spinnenwesen sehen die aus. Das sind irgendwelche misslungenen Experimente, nenne ich es mal. Und das könnte richtig krass werden. Cavefish. Heißt das etwa, dass ich jetzt... ich musste einmal unter der Erde essen, damit ich diese Aufgabe erfüllt habe, oder wie? Wie schlecht. Aber diese Babys hier, ne? Alter. Ich habe da jetzt nur noch schlechte Erinnerungen dran. Die werde ich nicht so schnell vergessen. Was kann ich denn hier eigentlich so alles bauen? Effigies. Large. Klein. Groß. Ein Hausboot. Ob das so funktioniert? Wäre mal interessant. Food and Water. Da müssen wir auch noch irgendwas anbauen können. Das weiß ich allerdings noch nicht, wie es funktioniert. Ja. Raus da. Wir müssen mal hier rein. Ich weiß nämlich nicht. So auch nicht. Achso, ich wollte doch Feuer legen. Feuer legen vor allem. Fire Pit. A longer lasting fire than you can. It goes out. Ich denke mal, dieses hier kann ich hinpacken und das wird ewig bleiben. Da muss ich dann nur irgendwann mal wieder Sticks draufpacken. Das heißt, jetzt fehlen mir noch ein paar Steine. Ich glaube, dieser Stein ist dann neu gespawnt. Kann das sein? Naja, wir werden es ja merken. So, dann, so, fertig ist das Lagerfeuer. Und jetzt müssen wir echt mal gucken. Ich bin eigentlich der Meinung, man könnte sich irgendwie... Burning Upgrade Sticks? Was passiert, wenn ich jetzt hier... Schneeschuhe. Aha. Kann ich denn eigentlich einen Stick hiermit? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig. What? Club! Willkommen in meinem Club! Das habe ich irgendwie von dem einem Eingeborenen aufgesammelt. Was kann ich hiermit noch machen? Was wird das jetzt? Ein Pounch? Das ist, glaube ich, auch sowas wie so ein Wasser. Hier, wo war's denn? Ich habe es irgendwo mal gesehen. Ich habe da irgendwas reingepackt und dann konnte ich da, ich glaube mit Seil. Rockback. Das könnte das Back werden. Warum juckt jetzt eigentlich meine Nase? Hör auf zu jucken. Ja, wie macht man den Bogen? Theoretisch musst du dafür... Waterskin. Crafted a bow. Ah! So macht man sich schon mal einen Bogen. Okay, wir haben jetzt natürlich keine Pfeile. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Vöglein attackieren. Ich habe hier irgendwo eine Krähe gesehen. Krähen braucht der Mensch nicht. Aloe Vera. Ein Eichhörnchen. Habe ich es erwischt? Na egal. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich brauche Vöglein. Da ist ein Vogel. Wo fliegt der hin?
Erwischt! Habe ich ihn jetzt auch Federn bekommen? Aloe Vera Seeds. Ich kann Aloe Vera jetzt einpflanzen. Cool, eigentlich. Aber wo sind jetzt die Federn? Hat der Vogel keine Federn verloren? Oh, meine Lizards liegen hier noch. Dass ich natürlich auch genau hierher komme, wo ich meine Sachen entsorgt habe, ne? Hüpsa! Hüpsa! Kneter, Kneter. Ich bin Peter. Sag mir mal, wo sind denn die ganzen Federn hin? Hoppala. Gehen wir erstmal kurz auf Tauschstation. So, wir sind wieder sauber. Gibt es denn hier keine Vögel mehr? Ich glaube, ich muss wirklich an den Strand. Jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn hier der Strand? Ich bin gerade mittendrin, ne? Entweder ich laufe jetzt geradeaus. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich habe hier was laufen hören. Da ist ein Reh. Hirsch. Ich glaube, das sind sogar Hirsche. Aber ein männlicher Hirsch ist es nicht. Weil die hätten ein Geweih. Aber die sind zu klein für einen Hirsch. Das ist ein Reh. Bleibt noch mitten im Weg stehen. Wow. Das ist aber ein großer Teich. Oder See. Ein See ist es ja eigentlich schon deshalb, weil dahinter wieder ein Wasserfall ist. Und dann muss da drunter irgendwo eine Quelle sein. Wie spät ist es? Oh, immer noch sehr früh. Ich habe ja jetzt auch eine Uhr mit, ne? Can? Used in crafting. Nee, ich kann mit einer Uhr eine Bombe bauen. Da unten ist auf jeden Fall schon mal der Strand. Mal gucken, ob es hier irgendwo ein paar Möwen gibt. Normalerweise gibt es hier immer... Wie sind da mehr Möwen? Oder es kommt ein anderer Vogel vorbei. Heia! Nein, das gibt's doch nicht. Der nächste bitte. Vielleicht sollte ich auch wieder in den Gänsesee. Ja, wir haben ihn erwischt. Und er hat sogar Federn gelassen. Da sind Federn. Huch. Arrows. Mist, mir fehlt eine Feder. Super. Ich brauche eine Axt. Da kommt noch einer. Das ist eine Möwe? Nein, eine Krähe. Alter. Kamikaze-Krähe. Ist ja nicht so, als ob ich irgendwie total brutal wäre. Aber irgendwie bin ich voll brutal. So. Nein. Falscher Knopf. Rechtsklick und hier auch. Zack. Wie viele Pfeile sind das? 5. So, dann können wir jetzt eigentlich mal den Bogen nehmen. Kann ich die Pfeile eigentlich wieder aufsammeln? Ja, das geht. Finde ich super. Mal sehen, ob wir ihn treffen. Bams! So macht das Jagen bestimmt ein bisschen mehr Spaß. Oh, komm runter, Feder. Ich glaube, die Feder ist weg. Was ist denn das da hinten?
Sind da schon wieder so ein paar Türmchen? Wir gucken uns das mal an. Wie lange nehme ich denn eigentlich auf? 2 Stunden 20? Sehr schön. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Da hinten sind Container. Warum sind hier Türmchen? Das soll mir bestimmt auch irgendwas sagen. Da ist auf jeden Fall die Schneelandschaft. Da müssen wir auch irgendwie mal hin, aber nicht heute. Warum kann ich da hoch? Gibt es hier irgendwas im Wasser? Mal gucken. Ich kann lange die Luft anhalten. Also es war gerade echt mit Luft anhalten. Hier ist also nichts.